Zoe, Juliet, Caroline, Julia und Lynn testen für Roda Lut Vorspieler, und zwar sowohl Neuheiten wie auch Klassiker, die all Jahres ob der größten Kirmes an der Großregion präsent sind. An unserem Videoclip mal feierweise Maria Schmam Rio Rapidose Spiel, das für Erfrischung sucht, daneben machen wir für den Aufschluss einen Turm am Vorriesenrad Bellevue. Rio Rapidos, das ist ein Rafting-Anlag, das ist ein Wasserbund mit einer Monte bis auf 10 Meter hoch. So der Sonden, da sind an den 850 Meter langen Parcours integriert, an 250 Meter Kippwasser laufen Bunnerhof. Wasserbund lohnt sich natürlich, ob es bei wärmen Temperaturen der Frischung als garantiert. Den Tour um Rio Rapidos kostet übrigens 4 Euro, er kann er dürfen ab 4 Jahre drauf. Kleinkörner müssen dabei von einem Erwachsenen begleitet gehen. Das ist nicht das beste Spiel von der VW, mit das aber flottern. Das war eine gute Aufkühlung. Verschiedene Migimena für die anderen. Und das ist auch mehr flott für kleine Kinder, gebe ich so. Für die, die nicht so gerne, wenn es mega schnell geht. Mit das aber flott. Vor der Riesenrad Bellevue ist mit bald 60 Meter ein von den größten transportablen Riesenrädern auf der Welt. Beim Riesenrad ist das der Treffpunkt für eine Vorvisite an die exzeptionelle Vue als einer von denen 42 Gondeln über die Kirmes und über die ganze Stadt als ganz beliebt. Der 350 Tonnen schwere Riesenrad Bellevue steht alle Jahre auf 10 bis 12 Plätzen, also an zweitens ist abgeriegt und nach 24 Stunden kann es nicht komplett aufgebaut gehen. Ein Tour um Riesenrad kostet übrigens 6 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Ich fand es immer im Flut, alle Jahre hinzukommen, weil du in einem Flut fühlst, kann ich gucken, was neu beikommen ist, was für Spieler. Und das ist auch Flut für alle Alter. Du kannst entweder mit Freundinnen kommen, mit der Familie. Das ist immer im Flut zu gucken.